So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Lords of the Fallen von Deck 13 aus dem Jahr 2014. Ich habe mich hier in der letzten Folge, ich glaube, es ist noch ein bisschen laut, oder? Warte, muss mal ein bisschen leiser. Ich habe mich in der letzten Folge ja ein bisschen hierhin verkrümelt, weil wir nicht nur eine funkelnde, schicke neue Rüstung haben und auch ein neues Schwert, sondern auch jetzt mit Antanas Schergen. Wir wurden ja von einem Gott aufgeklärt, dass wir eigentlich doch besser ihn nicht umbringen sollen, sondern Antanas. Haben daraufhin einen Kristall bekommen, den wir jetzt in unseren Handschuh eingepflanzt haben. Und mit dem ziehen wir jetzt wieder zurück in die Zitadelle und wollen Antanas zur Rede stellen. Ich habe den Eindruck, so viele Soldaten, wie wir jetzt gerade auf dem Weg abmuchsen, werden wir weniger mit ihm zum Reden kommen. Aber mal gucken, was er so mit uns vorhat. Und Jedka ist ja verschwunden durch diesen Lügen, also weil sie ja ihren Kumpel, den Lügendämon, Lügenschmied, hieß er ja, getroffen hat, auf einmal ganz hin und weg war, sich ihn berührt hat und dann waren sie beide verschwunden. Bin mal sehr gespannt, ob wir den in einem der Innenhöfe demnächst auch noch treffen oder welche Rolle sie da spielt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das jetzt einfach so sang- und klanglos vorbei ist, die Nummer. Hier hatten wir uns noch ein bisschen Ausrüstung besorgt und daran war ich ein bisschen verzweifelt, uns diesen Magier-Zauberern da gestellt, diesen Magiefritzen. Die sind für mich auch echt ein schwieriges Brett, hartes Brot, dickes Brett, wie auch immer ihr wollt. In der letzten Folge hatte ich festgestellt, dass es ein bisschen schwierig ist, sich an die neuen Gegner zu gewöhnen. Wir haben deswegen halt Funkelschwert hier ausgerüstet. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Gerechtigkeit. Gut, der Name ist Programm. Mit diesem Ding können wir nach vorne ausstechen und das macht den Kampf in engen Räumen besser. Wir haben nämlich neue Gegner, schwer gepanzerte Soldaten, die eine ganze Menge einstecken können. Und zum Beispiel auch eine Axt schwingen und dann teilweise 2, 3 auf dem Haufen. Das finde ich jetzt vom Game Design gewagt. So präzise ist die Steuerung meiner Meinung nach jedenfalls nicht. Aber man könnte jetzt natürlich auch einfach sagen, Herr Nullen ist einfach nicht präzise genug. Das kann natürlich sein. Schauen wir mal, was uns hier erwartet jetzt. Denn wir versuchen jetzt ja in die Zitadelle hochzukommen, um Antanas zur Rede zu stellen. Huh, der hat ja schon wieder was gebrochen. Na gut, aber das ging ja schon mal besser. Darunter sollten wir jetzt nicht nochmal, denke ich. Da war ja nichts, nur ein Umweg. Wir müssen jetzt hier oben gucken, dass wir hier durchkommen. Hier steht ja auch einer in der Tür. War ja auch nicht so freundlich wie er. Oh, jetzt habe ich irgendwas verstärkt, das wollte ich gar nicht. Nee. Oh, der tritt aber ordentlich. Oh, jetzt hängen wir hier da fest. Also dafür ist dieses Spiel halt einfach nicht gemacht. Also das ist vielleicht auch einer der Kritikpunkte an diesem Spiel gewesen. Das ist... Oh, wir haben durch das Respawn gleich 7 von diesen Tränken bekommen. Also das Spiel ist einfach nicht gut genug designt dafür. Also ich meine, es ist ein tolles Spiel. Deck 13 bitte nicht gleich wieder schimpfen, so wie damals bei Twitter, als ich gesagt habe, ihr seid ein mittelständisches Unternehmen. Das war ja nicht böse gemeint. Also es ist halt schwierig, in diesen engen Räumen mit diesen Gegnern umzugehen, wenn man dann an irgendwelchem Geröll oder in dieser Dämonenwelt auf einmal an einem gefallenen Krieger hängen bleibt und dessen Schwert. Das meinte ich damit. So, bevor ich hier rausgehe, tanke ich mal lieber ein bisschen. Hier vorne steht ja auch noch Insel. Können wir die vielleicht so erledigen? Können wir nicht. Mann, ey, die sind aber auch anspruchsvoll hier. Und sie hauen ordentlich zu.
unten wollen wir jetzt ja nicht wieder anloggen. Die haben uns ja letztes Mal irgendwie mitgespielt. Da geht's lang. Seien wir tapfer. Aber ich finde halt auch Sounddesign und der... Was du gedacht hast, ganz schön gedacht. Okay, wir kommen langsam rein in die Gegner. Die geben ja uns nochmal ordentlich Erfahrungspunkte. Das brauchen wir auch dringend, weil wir auf Stärke 31 kommen wollen für unseren Seelenschnitzer da. Was ich sagen wollte, ist, dass das schon ein beeindruckendes Spiel ist. Ich wollte es gar nicht damit kaputt reden, eben mit diesen engen Gängen und so. Das kommt ja auch immer leicht falsch an. Und der Sound ist halt auch wirklich gut. Der Kollege Tastenhauer hat ja auch am Anfang des Let's Plays damals gesagt, oh, er hat das als Podcast quasi gehört und das Zerbrechen von Schränken hat ihn an viele andere Spiele erinnert. Fand er gut. Das sind halt die kleinen Freuden, ne? Was sind das dafür? Zauberruhen auf dem Boden. Ist das ein Zauberteppich? Das ist nur das Licht, oder? So, nochmal checken, ob hier vielleicht sich noch was verändert hat. Hier waren wir ja schon drin. Also die Musik ist jetzt fast schon, als wäre es schon der Abspann. Also, wir sollten uns nicht zu früh freuen. Ich habe den leisen Verdacht, dass Jedgar und der Lügenkobold auch noch kommen irgendwann. Was wusste ich doch? Ich hab's doch geahnt, da steht so ein Depp. Taktisch richtig anspruchsvoll hier schon. Ah, mit der Keule konnte er immer noch gut ausweichen, aber das kann er jetzt offensichtlich nicht mehr. Ah, hier vorne ging ich heraus zum Hauptraum, unserem ersten Kampfraum. Also ich finde es deswegen halt auch vom spielerischen Design total gut. Manche mögen jetzt sagen, es ist Backtracking, aber... Das Schwert hat eine schöne Animation. Ich habe so den leisen Verdacht, wenn ich da jetzt rauslatsche, dann fällt wieder was über mich her. Aber wir sollten vielleicht mal wenigstens unsere Erfahrungspunkte speichern. Ah, wusste ich doch. Und da auch. Also Backtracking finde ich jetzt in dem Sinne gar nicht schlecht. Also es hat sich ja was verändert und die Spielwelt ist ja anders geworden. Das war jetzt nicht so geil. Der Herr Nolden kommt gar nicht mehr zum Speicher. Und der kann aber weit ausholen. Kann ich aber auch. Oh, dann macht er gleich einen Häschensprung. Aber an das Speicherding lässt er uns nicht ran, oder? Wo ich nicht hinschleichen. Uns den da vornehmen. So, hier. Nichts dem Zufall überlassen. Dafür bin ich zu schlecht. So, hier. Ach, Mensch, das. Da muss man aber schon wieder einen Obermotz erledigen, eigentlich, um jetzt hier aufzusteigen. Das wird schwierig. Also bis Stufe 31 jedenfalls. So einen leisen Verdacht, dass das nichts mehr wird. Diese Sauerei, ey. Ach. Ich wipp hier schon richtig mit. Okay, das lief ja aber besser als die Male davor. Eigentlich würde mich ja echt interessieren, was da draußen jetzt ist. Ja,
Ihr wollt wahrscheinlich sehen, was jetzt am Ende rauskommt, aber eigentlich bin ich ja mehr so ein Entdecker. Ich würde ja fast lieber da draußen gucken. Das machen wir jetzt einfach nochmal, eine Ehrenrunde. Da wartet bestimmt noch irgendein Bonusgegner auf uns. Oder eine verschlossene Tür, weil wir keine Entwicklungszeit mehr haben. Das kann ja auch noch sein. So, jetzt hier nochmal auftanken. Offensichtlich vieles. Dann werden wir die hier ja nachher nochmal wieder vor die Nase kriegen. So, Nordflügel. Abstand muss ich aber noch lernen. Wie kommen wir da raus aus der Ecke, ey? Ist ja peinlich. Also für mich. Ich habe auch nicht vergessen, dass ich immer noch nicht Antanas drittes Zeichen gefunden habe. So wie ich spiele, frage ich mich halt auch echt, wie ich einen Dark Souls-Titel überleben soll. Ah, da kommt man dann wieder nicht weg. Das nervt mich maßlos in diesem Spiel. Dass man dann von den Gegnern hier wegkommt, weil die Gänge zu eng sind. Nee, weil man ja hier bei diesem Spiel respawnen die Gegner ja nicht, wenn man da oben sich neue Tränke auffüllt. Das macht es halt auch substanziell zu einem Einsteigertitel, außerdem, dass man diese, ich hätte fast gesagt, Estus-Flaschen finden kann. Aber eben, dass die Gegner nicht respawnen, wenn man sich hier neue Energie holt. Das ist schon sehr viel wert. Bei Dark Souls werdet ihr mich sicher öfter heulen sehen. Na, na, nicht so ungeduldig, du kommst schon noch dran, Junge. Abspannartige Red Sonja reist diesem Sonnenuntergang entgegen Musik. Das ist eigentlich auch nicht so meins. Also jedenfalls nicht ununterbrochen wiederholt. Dieses Ding da, haben wir dafür jetzt einen Schlüssel? Die macht uns, macht mich doch wieder alle. Wir krass geworden. Ach, guck mal. Schön von der Balustrade. Können wir den da hinten auch gleich noch erledigen dann? Jetzt haben wir nicht genug Energie. Naja, die wird ja gleich. Gesetz. Großhammer.
Ach, guck mal. Dann schauen wir da mal, was hier Gesetz ist. Alter. 212 macht der Junge. Der wäre ja auch nochmal eine Alternative, gell? Und er hat einen Sockel. Heidewitzka. Na gut, aber so einen Hammer, den probiere ich jetzt hier drin nicht aus. Aber es ist gut, dass wir nochmal hier nachgeguckt haben, gell? Ihr wolltet ja gleich zur Zitadelle, aber ich nein. Gucken wir doch nochmal draußen, was wir da finden. Also diesen Großhammer finde ich ja auch klasse. Den nehme ich mal auf die Favoriten. Also lieber als den dann, oder? Ah, ich bin ja schon dankbar, dass wir das Schand mal jetzt los sind. Das ist zwar am Anfang eine coole Waffe gewesen, aber... Und das hier war halt auch klasse, unsere Beständigkeit. Da könnten wir nochmal die makellose Feuerrune rauspopeln. Dann haben wir einen Kristallhammer mit Feuer. Das fände ich gut. Guck mal, aber hier sind sie von der Zitadelle aus nicht hingelatscht. Immer noch die Trottel. Man überlegt, wie schlimm das hier am Anfang war. Schriftrolle, damit habe ich nicht gerechnet. Meine Brüder, ich erkenne unseren gemeinsamen Entschluss, dass etwas unternommen werden muss, zwar an, aber ich kann diese Schrift nicht vollends unterstützen. Insbesondere Punkt 3 ist fragwürdig. Wie könnten die Roger uns helfen, Frieden wiederherzustellen, wenn sie nicht mit uns sprechen? Wie können wir uns sicher sein, sie für unseren Zweck zu benutzen? Wir alle wollen, dass Antanas verschwindet. Wohl wahr. Aber noch mehr Blut vergießen im Namen von wem auch immer? Das kann nicht der Weg sein. Schlauer Mann. Wieder aus der Scheißecke nicht aus. Das ging ja gerade noch mal gut. Man sollte halt nie zu ungeduldig werden, ne? So, aber die Ecke gucken wir uns dann jetzt doch noch mal an hier. Oh, da kriegt er wieder volle Gesundheit oder was? Ne? Maßlos. Spinnen. Damit bin ich noch nicht mal ein Spinnenphobiker oder so. So, wir sollten noch mal wenigstens da unten reingucken, weil hier sind ja dann auch noch Spinnen unter der Decke. So ein Speicherpunkt. Nee, nochmal falle ich da auch nicht rein.
Tüne geöffnet. Hier ist nochmal Spinni. Da drüben sind noch zwei Spinnen. Die Frage ist ja, ist hier noch irgendwo eine neue Botschaft? Die interessieren mich ja. Ach, guck mal eine an. Meine Freunde, vielleicht können wir die Roga nutzen, um gegen Antanas zu gewinnen. Wenn wir sie hereinlassen, wird Antanas fallen und wir können aus der Asche neu beginnen. Wir brauchen nur eine Person, die den Roga den Weg bereiten könnte und das Gröbste für uns erledigen würde. Tja, das haben wir gut hingekriegt. Aber hier hängen auch zwei Spinnen rum, ne? Oder war das nicht so? Wenn die erstmal gefallen sind, dann haben sie aber mehr Energie, was? Da war da nicht noch eine zweite unter der Decke. Dann kamen die da raus dann oder was? Man weiß es nicht. Vor denen habe ich jetzt echt Respekt, ey. Hat der vorher auch schon so geleuchtet hier? Was lasse ich denn da frei, wenn ich da jetzt gleich reinhau? Was zum Geier? Kellerschlüssel für die Zitadelle? Interessant. Ich möchte nur wissen, wo dieser Keller ist. So. Ja, Stärke 26. Das ist noch ein Stückchen Arbeit, gell? Einer der Gründe, warum wir hier unten noch ein bisschen suchen sollten. Nicht nur, dass wir neue Schriftrollen finden, die uns erklären, was hier eigentlich Sache ist. Was im Übrigen auch das Gegenteil dann von Backtracking ist, wenn man noch schöne Sachen finden kann. Zum Beispiel eine neue Truhe aufmacht und so. Naja, und ich würde halt schon gerne noch ein bisschen mehr wissen, worum es hier geht. Mal sehen, was uns hier unten erwartet. Nein, wo ist er hin? Lieber weg. Da hat er wohl noch was Wichtiges zu tun. Vermute mal, dass draußen der Innenhof jetzt auch anders aussieht, ne? Dann schauen wir doch mal. Aber wenigstens hilft uns das Schwert jetzt im Umgang mit den Gesellen da. Nee, hier hat sich das nicht verändert. Aber ich fülle mir noch ein paar Fläschchen auf. Und lasse die Erfahrungspunkte hier. Also mich von dem treffen, das tut mir sehr leid, das ist mir sehr peinlich. Ist mir noch ein bisschen peinlicher. Was
versiegelte Rune klein. Ich sammle die bald nicht mehr auf. Na gut, das ist ja jetzt hier nur noch geschnetzeltes. Soll ich hier oben nochmal hoch? Der Erinnerung wegen. Aber das ist tatsächlich alles beim Alten geblieben, ne? Zugang zur Zitadelle. Das geistert mir jetzt im Kopf rum. Keine Ahnung, wo der genau sein soll. Und ob wir den nicht vielleicht schon x-mal gefunden haben. Gibt es hier was Neues? Na, Mr. Running Gag? Antanas hat 3 Zeichen hinterlassen. Habt ihr sie gefunden? Noch nicht alle. Ich komme wieder, wenn ich sie alle gefunden habe. Kann doch nicht ernsthaft wahr sein, ey. Ja, es ist mir ein Rätsel, wo dieses dritte Zeichen ist. 2 haben wir ja gefunden. Hat sich auch nichts verändert. Hier unten sind Spinnies. Haben wir denn schon alles unten in diesen Katakomben im Keller gemacht? Bin mir gar nicht ganz sicher. Da war dieser Schwertkämpfer in diesem großen Rondell. Da waren diese ganzen Gänge. Dann war der Weg zum Königsgrab sozusagen. Auf der einen Seite kam man raus bei dem Friedhof. Auf der anderen beim Turm. Wo war denn da noch was verschlossen? Kellerschlüssel. Gar nicht erinnern. Na gut. Achso, vielleicht soll ich noch mal, bevor ich da gleich wieder mein Zeug verliere. Ach, 3 haben wir. Das lohnt ja nicht. Das sind ja Nachkommastellen, die man hier einwirbt. So. Jetzt sind sie natürlich alle wieder da. Aber ist eine gute Übung. Ist aber auch fies, dass er einen gleich einen reinwirkt dann, ne? Oh. Boah, gleich zu 2, das ist aber unfair, Leute. Mindestens 2 zu viel. Der blockt das ständig ab. Ach komm schon. Oh, sag mal. Es hat sich ja gelohnt, diesen Umweg zu machen. Ist ja alles drin. Tot, aber gar nicht. Simulant. Oh, wo rennst du denn? Ach komm, das war doch höchstens 1 Millimeter. Okay, dieses Schwert ist wesentlich besser als die Keule. Ich bin etwas beruhigt. Und eine wilde Wasserflasche, genau vor die Uhrzeit gestellt bei OBS. Das sollte man natürlich nicht machen. Wir wollen ja ungefähr wieder ein Stündchen hier machen. Hast du gedacht? Aber ich kenne jetzt dein Muster. Okay, ich kenne dein Muster fast. Boah, was denn? Wieso komme ich jetzt hier nicht wieder raus aus der Scheißecke? Das ist echt nervig.
Ich suche mir jetzt nur noch Kämpfe oder ich laufe mal zurück in große Hallen oder so. Das wär's doch. Den Otto lasse ich jetzt mal da stehen. Schauen wir mal letztes Mal uns hier vorne um. Kann ja durchaus sein, dass hier nochmal etwas Neues ist, wie eine Botschaft. Aber sehr schick. Sehr schick. Weil ist es ja sogar so gedacht, dass das Spiel einen diese Musik auf den Abspann vorbereiten will. Na, da kann man einfach durchgehen. Nein. Kostet aber auch eine Ausdauer. Das war aber schön episch. Das müsste man eigentlich. Das weniger. Das müsste man eigentlich flippen. Na, schleichen wir uns hier erstmal um und dann gehen ran. Das ist ja auch Zauberfritze wieder, ne? Also mit seinem. Ach komm schon. Ich hab dir doch gesagt, du sollst es lassen. Na, ist da draußen noch was oder lauert da mein Untergang? Die sind aber auch echte Tänzer, ey. Du hilfst ihm nicht oder was? Du stehst ja einfach nur rum, Junge, oder? Jetzt auch keine Lust noch. Oder wir sollten wenigstens gucken, ob da noch ein paar Mönchsbotschaften liegen, oder? Da war ja noch diese Bibliothek. Gut. Ach komm, und wieder hängt man in der Ecke fest. Lass doch mal einen Mann Ruhe einen Schluck trinken hier, ey. Der coole, der Tritt ist aber schon ziemlich cool. Dass der jetzt gar keine Reaktion gezeigt hat.
selbstständig. Was mache ich denn jetzt? So umgezogen. Der hat aber ordentlich Müsli gefrühstückt heute. Mann, 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 das gibt's ja gar nicht. Da noch ein Hansdampf da unten. Bestimmt so wie Rüstung gucken. Gang ist das echt kein Biss. Game Design, so eine Gegner in diese Gänge zu stopfen, das ist frustrierend. Aber wir wollten doch einfach nur noch mal eine Papierrolle finden. Ich könnte sagen, auf der Suche nach dem letzten Klopapier. Auch hier eine Pandemie. Mit Hamsterkäufen von Toilettenpapier. Ja, aber hier keine Wirtschaft. Oh, Tank. Lache ich jetzt, wenn hier die Kiste aufgetaucht wäre. 30.000 Mal war ich mit euch hier und hab die Kiste gesucht. Eine intelligente Rolle und keine Botschaft. Wer weiß, was uns erwartet. Erfahrungsbonus. Ach, braucht unser eins auch nicht. Scheiße, dass wir den jetzt erstmal hier beseitigen müssen. Ja gut. Sagt der Leute, so schlecht ist das doch gar nicht. Das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, oder? Hier steht das schon so. Kommt der Hauptmann nochmal hier? Ach. Ich habe immer gewusst, dass du uns verraten würdest. Erhebe dein Schwert! Erheb dich doch selber, Junge. Schwert, Junge. Möchtest du noch ein paar Tätowierungen von deinen Leuten sehen? Und war das jetzt eine tolle Idee, mich anzugreifen? Ein wahrer Mann befolgt seine Befehle.
hält sein Wort. Mhm. Was weiß ein Verräter wie du schon darüber? Ich bin kein Verräter. Abschaum bleibt Abschaum. Na los, bring zu Ende, was du angefangen hast. Ich sah den Sturm, der die Hand Gottes umwehte, doch das Gebirge war unerschütterlich. Adir ist noch am Leben und die Roga greifen nach wie vor an. Das bedeutet, dass Haken entweder tot oder ein Verräter an unserer Sache ist. Verräter müssen bestraft werden. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und auch ich weiß um meine Pflicht. Ja, hat er sein letztes Elixier gesoffen, wahrscheinlich, um... Damit wir einen strammen Roga-Gegner gleich haben. So, wir haben einen Grabenschlüssel bekommen, was auch immer das bedeutet. Grabenschlüssel Süd. Grabenschlüssel Süd. Das ist der Abgang, oder? Das müsste doch der sein, der runterführt, bei diesem, der immer hinter der Ecke lauert. Ein leicht rostiger Schlüssel. Aber will ich diesen riesen Umweg jetzt nochmal machen? Da müsste ich ja da vorne raus, aus der Zitadelle, wo ich 10.000 Mal sterben kann. Wir wollen aber schon wissen, was da ist, oder? Dann sind die Pappnasen hier alle wieder da. Was soll das schon großartig sein? Zwei Schriftrollen und Runenkristall Stufe 1. Hallo? Du hast jetzt keinen Bock mehr, oder? Hallo? Was zum Deck 13? Was ist das, so eine Art Klegan wie bei Game of Thrones, der nur auf Befehl was macht? Was zum, wieso steht der jetzt hier rum? Okay, der ist unsichtbar. Wo geht's denn hin nochmal hin? Oh, hier. Oh nein, das war eine super Idee. Jetzt da weg. Ach, verdammt nochmal. Das ist eine Überraschung. Das sind nichts für mich. Ich bin über 40. Ich kann mit solchen Überraschungen nicht mehr. Jetzt warte doch mal, Junge. So ordnen wir das Ganze doch erstmal wieder schön hier. Ja, was nu? Ja, das hat sich ja gelohnt, hier rauszugehen. Obwohl, das, wenn das jetzt der Kellerschlüssel ist, dann ist das ja da hinten, oder? Ach, ihr wisst ja, meine Erkundungsgier. Hier ist natürlich auch hier aufräumen.
Komm schon, muss das jetzt sein? Ich bin doch... Du bist doch erst gleich dran. Zieh eine Nummer, Junge. Das ist ja mehr harte Arbeit, als ich eigentlich dachte. Versiegelte Rune klein. Ich habe mir gedacht, man könnte sich hier vielleicht mal runterlaufen. Ich habe da runter ja immer noch diesen Gang gesehen, aber nicht rausgefunden, wie man da hinkommt. Das bringt uns ja auf die Hälfte der Stufe. Und wir brauchen ja nur noch 4 Stufen. Ja, Leute, ich glaube, die 31, das wird nichts mehr. Aber wir haben ja jetzt unser Gerechtigkeitsschwert. Und außerdem können wir den Hammer noch ausprobieren. Hier vorne werde ich jetzt mal nicht den Bonus ruinieren. Die sollten wir wegräumen, weil da laufen wir ja gleich lang. Beseitigen? Nee, wir gehen jetzt hier runter. Ich hoffe, das ist jetzt auch der Grabenschlüssel. Also der Graben für den Schlüssel. Ach, ihr wisst schon, was ich mache. Es ist tatsächlich der Schlüssel. Wie cool. Nicht euer Ernst. Aber ich merke jetzt, ich werde schon wieder zu nachlässig. Ich muss echt ein bisschen aufpassen. Das hat ja schon mal super funktioniert. Nein, ich will noch nicht sterben. Schon mal hier. Trinken wir noch ein Schlückchen auf die Dummheit von Nico. Nico
goldene Kiste. Eine Glewe, die sogar Roga heißt? Sind in die Namen ausgegangen oder was heißt das? Aus ihren Zellen lassen, um die Roga zu bekämpfen? Diese Hundesöhne werden uns eher die Kehle durchschneiden, als gegen die Dämonen zu kämpfen. Bei allem Respekt. Sind die Roga nicht schon gefährlich genug? Müssen wir wirklich noch eine Gefahr heraufbeschwören? Im Nachhinein hat sich das als nicht ganz so falsch erwiesen, oder? Durchgang, immer gut. Grundsätzlich immer treffen lassen oder so? Oder? Ach komm, sieht fast so aus, ja. Ach Mann, sag mal! Ich komm dem nicht bei, jedenfalls nicht. So. Nee, ich, hat aber was hinterlassen. Das mit den Runen hätte sehr cool sein können, aber es kam ja immer nur, obwohl Gift hatten wir letztens auch, Glücks- und Feuerrune und ansonsten kommt ja nichts außer kleinen Runen, die nerven. So, ihn, er hatte nichts gedroppt, ne? Nee. Oh, hier sind ja ganz viele. So, Truhen über Truhen. Das würde ja wahrscheinlich auch bedeuten, Ärger über Ärger, oder? Hä? Wieso kann ich den nicht treffen? Was zum Geier? Schaden machen. Wieso kann ich dem keinen Schaden machen? Was ist das für eine Scheiße? Toll. Ich kann dem keinen Schaden machen. Also das hier ist jetzt so eine Bonus-Gegend, die es echt nicht gebraucht hätte. Die für mich gerade das Spielerlebnis ein bisschen kaputt macht. Ja, richtig dumm ruhen. Kurzschwert. Hier kann man auch noch aufmachen. Plastikmobs. Turmschild. Das könnte ja nochmal was sein, oder? Wenn ich doch nur geübt hätte, mit dem Schild ordentlich zu kämpfen. Aber das wäre ja schon mal nicht schlecht, glaube ich.
das leeren Schild. Sehr viel bessere Balance und so. Wir schrauben noch ein bisschen an der Stärke und vielleicht für den Abschlusskampf gegen Antanas nehmen wir uns das dann vor. Okay, wie gehen wir jetzt am besten zurück? Am besten wieder durch den Bereich da an der Seite. Ist auch geil, dass dein Häufchen hier immer noch im Schnee kugelt. Ja, nur den Schlüssel für da hinten haben wir jetzt ja nicht. Für diese komische Truhe, also da rennt man schon mal so eine Wand ein und das klappt beim ersten Versuch und dann ist dahinter eine Truhe, die verschlossen ist. Ja, das ist ja normal bei den Truhen. Fliegt da so ein Leuchtding rum, als würde es uns sagen wollen, hättest du mal was Ordentliches gelernt, anstatt Kisten zu klauen. Aber haben wir halt nicht. Okay, das war ja aber schon mal, endlich mal ist diese Tür aufgegangen. Das Backlog abgearbeitet. Und jetzt, liebe Leute, sind wir tatsächlich ungefähr bei einer Stunde angekommen. Wir schmeißen hier nochmal unsere verdienten Erfahrungspunkte rein. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir es noch schaffen werden, auf 31 zu kommen, die Seelenschwert sinnvoll füllen zu können. Aber das hier ist ja auch schon mal ganz ordentlich. Ja, ich denke, wir machen jetzt hier kurz Pause und sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir uns dann weiter hochkämpfen in der Zitadelle um Antanas. Ja, ein drittes Nasenloch zu verpassen. Bleibt schön neugierig, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.